Hallo und herzlich willkommen zurück zur BeamNG Nordschleife Challenge. Heute mit dem Azura GT1 von Tara. Eigentlich hatte ich hier ein anderes Fahrzeug geplant, nur da muss ich mit dem Ersteller ein quatschen, weil irgendwas ist, entweder läuft was beim Export schief oder bestimmt irgendwas anderes nicht, denn seit ich weiß nicht, wenn ihr schon mal Auto gefahren seid. Seid ihr mal auf einem Eissee gefahren? Mit Slicks. So fühlt sich's an. Das ist völlig unfahrbar, obwohl es Semi-Slicks drauf hat. Das ergibt irgendwie noch keinen Sinn und ich weiß noch nicht warum. Das müssen wir uns auf jeden Fall zusammen ansehen. Aber heute geht's um den Kollegen hier. Allradantrieb, einen 12-Zylinder. Ich habe jetzt die Leistungsdaten vergessen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube 1200 PS. Ich blende es ein, falls es falsch ist. Und eine Schwäche, die ich schon gefunden habe. Schaut mal bitte in die Felgen, ob ihr die Bremsscheiben seht. Ja, die sind sehr winzig. Winzige Bremsscheiben haben einen Nachteil. Die überhitzen innerhalb von einer Bremsung. Und ich kann dieses Fahrzeug nicht selber schalten. Denn wenn ihr seht, unten rechts, ich habe Neutral, ich habe D, ich habe 2 und ich habe 1. Das ist es. Das ist ein einfaches Automatikgetriebe. Ich muss im Automatikmodus fahren. Habe ich noch nie gemacht. Könnte ganz witzig werden. Lasst uns eine Einführungsrunde fahren. Die fahre ich noch in der Ansicht. Und die gezeitete fahre ich dann wieder in der Haubenansicht, weil das hat sich bewährt. Und hier ist richtig Power dahinter. Ups, das war zu spät gebremst. Kann ich ihn fangen? Ja. Prima. Und man merkt, dass es ein einfaches Automatikgetriebe ist. Denn das schellt sehr merkwürdig. Und ich kann es halt nicht beeinflussen. Das ist für mich, und ihr seht es jetzt schon, Bremse ist jetzt schon überhitzt. Das wird eine sehr interessante Runde, weil ich noch nicht ganz weiß, wie der eine ganze Runde überleben soll, wenn die Bremsen nach einer Kurve schon an ihrer absoluten Grenze sind. Weil sonst fährt er sich wirklich gut. Also Reifen, selbst Leistung ist okay. Also es ist nicht zu viel. Und auch das sonstige Fahrverhalten, Fahrwerkseinstellungen sind soweit in Ordnung. Meine Fahrfähigkeiten... Oh, wow. Habe ihn mal kurz respawned, weil ich habe die Lenkung kaputt gemacht. Aber das hier ist ja nur eine Einführung. Und mit... Ich behaupte, mit ein bisschen Übung kann das eine sehr schnelle Runde werden. Weil ihr seht, wie schnell das Teil auf Speed ist. Oh, oh. Und er hat das typische Allradproblem. Er mag keine... Huch, P will ich nicht. Er mag keine schnellen Kurven durch Untersteuern. Ja. Ich habe aus Gewohnheit geschaltet. Ich muss mir angewöhnen, nicht zu schalten mit dem Karren. Oh Gott. Die sind glühend rot, die Bremsen. Aber sonst Gewicht, Downforce-Verhältnis ist okay. Das Fahrwerk deicht mich etwas weich. Das zeige ich euch aber nachher, warum ich der Meinung bin, dass es etwas weich ist. Also zum einen, er sitzt auf. Hin und wieder. Das ist aber gar nicht so schlimm. Was eher beängstigend ist, ist in der Haubenansicht, sieht man die Vorderräder regelmäßig durch die Motorhaube klippen. Ist jetzt kein Weltuntergang. Also das Fahrwerk ist jetzt nicht schlecht. Es könnte... auf der Nordschleife ist es immer das Problem, das Fahrwerk darf nicht zu hart sein.
Okay, ich habe keine Bremswirkung mehr. Bremswirkung ist gone. Ja, und jetzt ist die Lenkung wieder dahin. Oh, wow. Turbo-Lag. So, die Fahrbarkeit ist echt okay. Es ist tatsächlich nur die Bremstemperatur. Bremstemperatur kommt übrigens hauptsächlich von der Bremsscheibengröße. Das heißt, wenn eure Scheiben zu klein sind, dann überhitzen die. Und ihr könnt unten links ja mal auf die Temperatur gucken. Wenn ich die Bremse nur leicht anlege, das ist jetzt okay. Wenn es so um die 300, 400 Grad geht, das ist noch in Ordnung. Wenn ich jetzt aber ordentlich bremse, erreichen wir 500. Und mit Automatikgetriebe ist es deutlich weniger spektakulär. Das waren jetzt 550 Grad. 560 Grad. Und das Problem ist, je wärmer sie werden, umso schlechter bremsen sie. Jetzt werden auch die hinteren heiß. So, jetzt haben wir eine lange Gerade. Ich hoffe, dass sie ein bisschen Temperatur... Oh nein. Schnelle Kurven. Ja, da war was. Schnelle Kurven mag er nicht. Ja, ich will eigentlich gucken, dass er auch in einem leicht beschädigten Zustand noch fahrbar ist, wie die anderen Vorgänger auch. Und ihr seht auch, dass die Symbole unten links werden blau. Das sind dann, im Endeffekt haben die dann, wie echte Bremsscheiben, eine Art verglaste Oberfläche. Die ist dann so verglüht, dass keine Bremswirkung mehr da ist. Die kann man wegbremsen. Ihr seht es an der Bremse hinten rechts, die hat sich beruhigt. Aber das ist nicht gut. Vor allem, weil sie jetzt ungleichmäßige Bremswirkungen haben. Okay, Kurven mag der Kerl bei höheren Geschwindigkeiten überhaupt nicht. Ja, okay. Also, wir kennen die Probleme. Und ihr seht in welchem... Man sieht die Beschädigung nicht sehr. Man sieht aber, dass die Vorderräder nicht mehr da sind, wo sie mal waren. Wir probieren jetzt eine gezeitete Runde und dann schauen wir mal. Und da stehen wir am Start. Und ich hoffe, dass das was wird. Wir fahren jetzt gleich in der Ansicht. Versuche jetzt tatsächlich von vornherein möglichst bremsenschonend zu fahren, dass ich nicht nach einer halben Runde keine Bremswirkung mehr habe. Boah, nötige Geschwindigkeiten einschätzen mit Automatikgetriebe. Das so merkwürdig schellt wie das. Das ist... Weil ich weiß halt echt vorher nicht, wann er schellt, ne? Ich gebe euch mal Bescheid, wann ich Vollgas gebe. Jetzt. Ne? Ich kann das Schalten halt null beeinflussen. Und jetzt hat man gerade die Vorderräder gesehen. Schön.
knapp 300 Sachen. Und hier müssen wir... Oh, und jetzt werden die Bremsen heiß. Und bremsen gar nicht mehr. Okay. Wir probieren das nochmal. Das war... The fuck? Was ist jetzt passiert? Ich muss gucken, wie ich einen ordentlichen Start hinkriege. Okay, nein, so nicht. Komm schon. Weil an sich fährt er sich jetzt nicht so schlecht. Man kann mit dem wirklich zügig fahren. Ich sag, das Einzige, was ich jetzt an dem wirklich verbessern würde, wäre die Bremsscheiben größer. Und das Getriebe. Weil... wenn ich Halbgas durch Kurven fahre, was man ja so macht, und dann Vollgas gebe, brauche ich Ewigkeiten, um zu registrieren, dass ich schneller fahren will. Hallo? Okay. Die Lenkung war im Eimer. Das mit der Bremse ist schwierig. Oh, wow. Okay, einen besseren Start geht mit dem nicht. Komm rum. Ich weiß gerade gar nicht, was ich schlimmer finden soll. Das Getriebe oder die Bremsen. Ich glaube, die Kombination aus beidem macht es etwas merkwürdig, ihn zu fahren. Also, das Getriebe finde ich ja schon schrecklich. Aber es ist halt ein billiges Automatikgetriebe, ne? Aber die... Und schon überhitzen die Bremsen. Oh. Wenn man ihn ein bisschen aggressiver fährt, überhitzen die sofort. Und er braucht manchmal Ewigkeiten, um zu schalten, ey. Komm, rum, rum. So. Okay, jetzt sind alle Bremsen überhitzt. Aber vielleicht kann ich das irgendwie retten. Okay, nein. Jo, ab einem gewissen Punkt kann man auf die Bremse stehen und hat keine Bremswirkung mehr. Gar keine. Bisschen spät gebremst. Und ich kann die Jetzt weiß ich, was mich mehr nervt. Das Getriebe. Weil ich kann die schlechten Bremsen, könnte ich durchs Schalten ein bisschen kompensieren. Weil ich halt eine Motorbremse zur Verfügung hätte. Was ich aber bei einem Automatikgetriebe nicht habe. Ich könnte zwangsweise den Gang zurückschalten, um den Motor zu nutzen.
aber das kann ich so halt nicht. Bloß das schlechte Getriebe kann ich halt nicht kompensieren. Gar nicht. Hallo. Boah. Das ist faszinierend. Die Bremsen tun irgendwann ganz plötzlich nichts. Ja, nicht tragisch. Er braucht eh eine Weile. Das war viel zu spät gebremst. Das war mein Fehler. Komm schon. Ja, das war doch jetzt ganz gut. Sag mal, was ist denn jetzt los? Komm schon. Das könnte funktionieren. Okay, nein. Ich dachte, es funktioniert mit viel längeren Bremswegen kalkulieren und ganz vorsichtig bremsen. Aber nein. Bringt gar nichts. Vollgas. Okay, er zieht ein bisschen in eine Richtung. Das ist wahrscheinlich vom Hängenbleiben vorhin. Und bremsen. Dauert eine Weile. Ihr seht das Qualm. Die Bremsen sind vermutlich, ich hoffe, die können nicht komplett zerstört werden. Weil sonst habe ich echt ein Problem. Das ist halt blöd, dass ich jetzt langsamer fahren muss, weil ich halt 3 Kilometer Bremsweg habe. Na, aber lieber ein bisschen langsamer fahren, wie nicht ankommen, würde ich mal sagen. Und bremsen. Hallo, schalten. Schalten. Danke. Komm schon. Bisschen anbremsen. Genau. Sauber. Weil das ist es. Auf der Geraden ist er wirklich schnell.
Aber sobald halt Bremsleistung benötigt wird, das kostet so viel Zeit. Komm schon, jetzt haben wir gleich das Karussell, dann haben wir ungefähr die Hälfte hinter uns. Oh oh. Oh oh. Okay, kann berichten, der Bremsweg wurde im Laufe der Zeit schlechter. Noch schlechter. Rad vorne rechts ist leicht krumm. Und das Gequietsche geht mir auf den Sack. Aber das ist jetzt so. Komm schon. Ich denke gerade, es wird wohl langsam Zeit, dass ich auch mein eigenes Auto ins Rennen werf. Von euch habe ich ja noch ein paar zur Verfügung. Ich habe von Chris habe ich noch zwei. Von Tara habe ich noch den upgegradeten Infinity. Vom Supercomputer habe ich noch den upgegradeten Lightning. Da bin ich auch mal gespannt, was der im Vergleich zum ersten Lightning kann. Dann habe ich vom Supercomputer noch den ich eigentlich heute fahren wollte. Und ein Fahrzeug, auf das ich mich ganz und gar nicht freue. Aber ihr euch bestimmt freut, weil das wird richtig bescheuert. Das wird richtig bescheuert. Das stellt, ich glaube, optisch so ziemlich alles in den Schatten, was wir bisher gesehen haben. Und fahrbar, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das Ding kurven kann. Also geradeaus kann es bestimmt bei dem Radstand. Aber ich bin mir da nicht sicher. Nicht sicher. Komm schon. Wir haben nicht mehr viel. Aber und jetzt komm, verlier dich nicht auf der Geraden. Oha, wie viele Gänge hat der? 350, 360, 370. Ich muss vom Gas gehen. Mit 300 könnte ich da vorne rumkommen. Ah, ne. 280. Okay. Okay, wie schnell ist das Teil bitte? Das ist geil. Au. Nein, nein, nein. Komm schon. Komm schon. Och, das... Muss das jetzt sein? Das hätte so gut sein können. Komm. Nein, ich höre jetzt nicht auf. Komm schon! Und mit einer 8 Minuten 8 377 aufgrund meines Fahrfehlers reiht er sich 10 Sekunden hinter dem Ares-Kombi ein und tatsächlich 13 Sekunden schneller als der Lightning. Das ist nicht schlecht. Und ich finde es geil, wie nah unsere Zeiten beieinander sind. Also so die ersten fünf. Die ersten fünf sind relativ nah beieinander und das ist cool. Klar, der Graszerstörer, ja, der ist eigentlich auch recht nah dran. Dass mein generischer Kleinwagen da ein bisschen außen vor ist, ich sag mal, das ist klar. Vor allem, weil ihm die Reifen verrissen sind. Aber das war doch nice. Und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Und sage, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.